Leute, hier ist wieder eure Skyderissa zu einem neuen Part von Kirby's Adventure Wii. Vorweg ein kleines Problem. Ein kleines, großes Problem. Wie ihr sehen könnt, ist mein Counter ein bisschen anders und wir sehen hier ein Krönchen über der fünften Stage. Wisst ihr, woran das liegt? Ich habe ja vor kurzem meinen PC neu aufsetzen müssen, weil der Probleme gemacht hat. Und danach hatte ich Part 16 ganz normal aufgenommen und dann ist mir eingefallen, oh scheiße, ich habe bei Fraps nicht die Doppelaufzeichnung ausgemacht von der Stimme, weil ich nehme normalerweise die Stimme auf Outer City auf und nicht mit Fraps, weil dann die Mischung besser angepasst werden kann, wenn ich das Video bearbeite. Und deswegen hätte der Part entweder keinen Ton gehabt oder doppelten Ton gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich drehe den jetzt nochmal. Und was haben wir im letzten Part gemacht? Ja, wir haben uns hier mit der vierten Stage befasst. Und in diesem Part wollten wir die fünfte Stage machen und uns dann mit den Zauberzahnrädern befassen. Ich werde das jetzt auch genauso machen. Ich werde alle fehlenden Zauberzahnräder, ich habe mir die extra aufgeschrieben, werde ich nochmal machen und das nach der fünften Stage. Ich habe vor, jetzt erstmal alle von der Welt 3 zu machen hier noch. Aber erst einmal hier dieses nette Level. Natürlich, ich habe es jetzt schon gespielt, ich bin daher schon vorbereitet. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. So, wir haben hier jetzt eine Maxi-Tomate, hier können wir weitergehen. An sich sind es hier nur einige Bosse, die wir herausfordern. Und ich nehme mal am Anfang Stein. Werde mir nochmal die Maxi-Tomate zur Gemüte führen, obwohl ich volle Gesundheit habe. Und im Übrigen, die Zauberzahnräder sind hier auch sehr einfach zu bekommen. Es ist also nicht schlimm. So, dann beginnen wir mal. Und die Musik, die im Hintergrund spielt, ist Dedede's Theme. Zumindest eine Version davon. Oh, ich habe aus Versehen 2 gedrückt. So, und jetzt 1. Verdammt. So. Er versucht mich weiter anzugreifen. Ich bin immun. Und jetzt von oben. So, jetzt geht er weg. Oder ich stehe in dem Gegner drin. Oh, wir haben es eh schon geschafft. Na gut, ich habe mich verdrückt. So. Dann jetzt erstmal die Schwert-Ability einsaugen. Hier haben wir jetzt noch den Ausgang. Und so geht das eigentlich das ganze Level über weiter. So, jetzt müssen wir hier einmal das Zauberzahnrad holen. Also hier wäre es gewesen, das erste. Dann gehen wir jetzt gleich zum zweiten Boss. Wir kriegen auch am Anfang eine Ability, die wohl gut für ihn ist. Wie zum Beispiel Speer. Das war im Übrigen ein Fehler, den ich im Part gemacht habe. Ich habe immer die Fähigkeit nicht mitgenommen und bin mit einer schlechteren reingegangen. Aber den Fehler mache ich jetzt nicht. Oh, verflixt. So, verflixt. Oh oh. So gut, Opa Klops haben wir jetzt auch geholt. Wieder die Steinfähigkeit. Dann holen wir jetzt hier. Also jetzt können wir hier weitergehen. Und es ist sehr gut, dass wir die Steinfähigkeit hier einsammeln, denn wenn wir hier die Luft rauslassen und uns in den Stein verwandeln, kriegen wir das zweite Zauberzahnrad. Und noch ein paar Sternchen. Im Übrigen, mir ist nebenbei auch noch was aufgefallen. Das ist mir jetzt erst so, erst jetzt aufgefallen. Immer wenn man neu startet, hat man nur noch 7 Leben. Egal wie viel man vorher hat. Und ich weiß das, weil ich habe ja den Part schon mal aufgenommen. Und ich habe zwischen den Schnitten, die ich gemacht habe, immer One-Ups gesammelt und so weiter. Und ich hatte 23 Leben am Ende. Jetzt habe ich nur 7. Naja. So ist das Leben. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Achso, erstmal Minus. Und dann hier Beam-Fähigkeit. Und wen kriegen wir? Den Wassergalboros. Verflixt. So. Na,
Nein, verflixt. So, nochmal weg. So, ich verstehe auch, warum Beam hier gut ist. Verflucht. So, gut, ausgewichen. Weil man nämlich hier sehr gut laden kann. Und damit dann den Wassergalbros ziemlich mies drankriegen kann. So, sehr schön. Fähigkeit wieder weg. Und jetzt sind wir Wasser-Kirby. Und ich liebe Wasser-Kirby, wie ihr ja wisst. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Absolut. So, jetzt haben wir hier noch einen Bonbon. Und damit kommen wir auch schon an das dritte Zauberzahnrad. Denn wir können hier ganz einfach... Oh shit, ich habe die Wasser-Ability verloren. Macht nichts, kriegen wir ja eh noch. Also wir kriegen eh noch eine Fähigkeit vor dem Boss. Dem Zwischenboss, den wir gleich haben. So, wir hätten jetzt, glaube ich, 3 oder 4. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier Schwert-Ability. Und jetzt haben wir hier Dubior. So, und jetzt geht das auf den Schwert. Jetzt geht's ans Schwert. Das ist... Wow. So, Dubio müsste Elektro sein. Ich bin mir unsicher. Ja, es ist Elektro. So, dann gehen wir jetzt weiter. So, und hier hätten wir das nächste Zauberzahnrad. Ich glaube, das war das letzte. Ich bin mir unsicher. Leider gibt es hier nichts mehr zum Heilen. Ich glaube aber, jetzt steht auch kein Kampf mehr an, oder? Nee, nicht mehr. Ein Glück. Moment. So, noch ein Schuss. Noch die hier einsammeln. Heilung kriegen wir auch noch in Form einer Maxi-Tomate. Und damit haben wir sozusagen das letzte Level geschafft. Ich habe es nochmal gezeigt. Und das ist ja das Wichtigste, dass es vorkommt. So, dann sammeln wir jetzt nochmal ein paar Leben. Oh, wir sind sogar Vierter geworden. Heißt, wir werden ordentlich Sternchen bekommen. 5 Stück, das geht ja noch. Ist doch schon mal nicht schlecht. So, und danach würde sich dann hier diese nette Stage öffnen. Ich habe keine Ahnung, wer da zu erwarten ist. Aber das finden wir ja dann raus, wenn ich alle Zauberzahnräder gesammelt habe. So. Als nächstes werde ich dann jetzt gleich schneiden. Ich gehe nur noch mal runter zur Weltenkarte. Und dann finden wir uns gleich, also gehen wir gleich zum Obstozean. Ich werde gleich in die Stage reinschneiden, wo uns das erste Zauberzahnrad fehlt. Das wäre, achso, ich sollte mal alle aufzählen. 3-1 fehlt uns das erste, 3-3 fehlt uns das zweite und bei 3-4 fehlen uns das dritte und das vierte. Und ich werde auch nur die entsprechenden Zauberzahnräder zeigen. Und ja, ich spiele ein bisschen mit der Elektro-Ability rum. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Na gut, ich beende dann hier, also schneide. Bis gleich, Leute. So, hier sind wir wieder im wunderbaren Obstozean. Wir sind in der Nähe des ersten Zauberzahnrads. Generell, das habe ich schon mal gezeigt, daher weiß ich auch noch, wo es sich befindet. Und ich weiß, dass man hier die Peitschen-Ability braucht, weil man hier, ja, mit dem Bombenteil eine Tür aktivieren muss. Und ich erinnere mich an dieses Zauberzahnrad sehr gut. Ihr euch hoffentlich auch. Man nimmt hier den Schlüssel, aktiviert 2 Plattformen. Springt vernünftig, aktiviert das Ganze und findet, ja, normalerweise das Zauberzahnrad, aber das habe ich ja schon gefunden. Und ihr erinnert euch, wie ich richtig versagt habe Ah, das hat mich so geärgert damals, das war voll der Vorführeffekt. Na gut, ich werde dann jetzt schneiden, bis wir beim zweiten Zauberzahnrad von 3-3 sind. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder in Welt 3-3, also der dritten Stage des Obstozeans. Wir erinnern uns an dieses Zauberzahnrad, das haben wir nämlich auch gesehen. Hier oben, wenn wir gleich die Strömung hoch sind, gibt es insgesamt 3 Wege, die wir untersuchen können. Einer von den 3 führt in die richtige Richtung. Und ich glaube, das hier musste ich sogar nachgucken. Das war nämlich der ganz rechte.
Ja, und dann muss man eigentlich das gleiche machen, was man schon etwas früher im Level tun musste. Nämlich einfach, dem Weg folgen, der sich auftut. Unterwegs alle Gegner erledigen und Sternchen einsammeln. Und dann landet man einfach beim Zauberzahnrad und hat das dann. Ja. Perfekt. Dann landet man hier etwas weiter unten und kommt dann in den nächsten Abschnitt des Levels. Da wir hier jetzt alle Zauberzahnräder haben, werde ich jetzt zum nächsten Punkt schneiden, nämlich Welt 3-4. Da fehlen uns sogar zwei Zauberzahnräder. Ich glaube, weil ich da, was ich richtig gemacht hatte, wegen einer Super-Ability, ich habe keine Ahnung. Muss ich nochmal nachgucken, wie ich das da gelöst hatte. Ich habe ja die ursprünglichen Aufnahmedateien noch. Na gut, bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder in Stage 3-4. Dieses hier wurde mir tatsächlich, also dieses Zauberzahnrad, das ich hier vergessen hatte, das ist das dritte, wurde mir von Linkfan in die Kommentare geschrieben. Wir müssen hier diese Stachelmuschel oder was auch immer das ist, so ein bisschen, wir müssen der hinterher, also wir müssen vor der wegschwimmen, dann müssen wir hier reinschwimmen und hinter ihr her schwimmen für einen gewissen Abschnitt. Der ist nicht sehr, sehr lang. Ungefähr, ja, ein kleines Stückchen weiter noch. Hier gibt es so eine kleine Stahlwand. Und hinter dieser Stahlwand wäre das Zauberzahnrad. So, als nächstes müssen wir noch das vierte holen. Das vierte ist ein bisschen schwieriger. Und ja, im Übrigen, ich bin momentan Wasser-Kirby. Ich mag Wasser-Kirby. Man ist hier mit Wasser-Kirby wirklich gut im Rennen. So. Dann holen wir uns jetzt nochmal das Stückchen Pizza. Boah, ich hätte jetzt auch voll Lust auf Pizza. So, jetzt haben wir hier nochmal so eine kleine Bombensektion. Und da, wo man die Bombe das zweite Mal kriegt, da ist dann das vierte Zauberzahnrad. Und werfen. Nein, oh shit. Das war doof. So, das hier ist nur Zusatz. Aber ich dachte mir, ich kann es ja mal machen. Ich meine, jetzt bin ich sowieso wieder bei voller Gesundheit. Ist ja nicht so schlimm. So, und das hier ist jetzt wichtig für das vierte Zauberzahnrad. Oh, und die Passage ist schwer. Wenn man aber Fehler macht, kann man es gleich nochmal von vorne machen. Ist also kein großes Problem. Nein! Fuck. Ja. Ich glaube, das hatte ich sogar versucht. Also man muss hier ganz nach unten rennen mit der Bombe im Schlepptau. Und dann, wenn man ganz unten. Nein! Oh Gott, nein! Nein, meine Wasser-Ability! Und ich habe auch noch mein. Oh Mann. Ja, Vorführeffekt. Und jetzt werfen! So, wunderbar. Außer, dass wir auch noch getroffen wurden. Und hier befindet sich das nächste Zauberzahnrad. So, theoretisch haben wir jetzt alle von Welt 3. Das Ding ist jetzt bloß, ich habe mal die Summen der einzelnen Abschnitte gesehen und das ist ein bisschen wenig. Ich würde daher sagen, ich werde wahrscheinlich noch bei Welt 4 mindestens noch eines holen, wenn nicht sogar zwei oder drei. Also aus also bei Welt, bei 4-1 fehlt uns ja ein Zauberzahnrad und bei den anderen jeweils zwei. Deswegen würde ich sagen, ich mache vielleicht noch 4-1 und 4-2. Also mindestens 4-1 und wenn's, wenn das schnell geht, dann noch 4-2. Und dann beende ich erst den Part, weil das geht jetzt alles ein bisschen schneller, weil ich ja jetzt schon wusste, wie man die kriegt und wie schnell man die kriegt. Daher würde ich sagen, wir sehen uns gleich in Welt 4 wieder. Auf gutes Gelingen. So, Leute, da bin ich wieder in der vierten Welt, den, oh Gott, ich habe jetzt endlosen Eiswaffeln, genau. Und jetzt sind wir hier mit Kirby in der Kanonensektion des ersten Levels. Und hier in der Nähe befindet sich das das dritte Zauberzahnrad. Ach du Scheiße, ich habe das falsche nachgeschlagen. Na egal, dann suchen wir das dritte einfach so. Ach ja, stimmt. Nee, das ist doch das dritte. Das gerade war das zweite. Egal, vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin doof. Manchmal. So, jetzt müssen wir hierher. Ich will hier oben noch die Sterne haben, damit ich auch noch den Umgang mit den Kanonen ein bisschen lerne. Die Kanonen sind ja, glaube ich, eine Anspielung auf Donkey Kong.
Bin ich mir gerade unsicher. So, jetzt hierher. Jetzt müssen wir die untere Kanone hier anvisieren. Verdammt. Okay, zurück. Jetzt. Jetzt. Jetzt wird's schwierig. Da ist nämlich eine geheime Kanone. Und hier werden wir weitergeschossen. Dann hier hoch. Dann hier lang. Und der Sound passt nicht zu Kirby. Das ist, glaube ich, auch ein Donkey Kong Easter Egg. Wurde mir, glaube ich, sogar in die Kommentare geschrieben. Entweder von Wingfan oder von DJ. Einer von euch beiden war das. So, jetzt sind wir hier in einer geheimen Passage. Ich erinnere mich noch, im Let's Play hatte ich mich doch noch darüber also im Part, als wir hier waren, hatte ich mich doch noch so darüber geärgert, dass wir hier nicht hergekommen sind, weil ich irgendeine Kanone verpasst habe. Und okay, jetzt sind wir im Wasser. Kirby! Hier ist nochmal was zum Heilen. Jetzt müssen wir hierher. Und wir haben damit das dritte Zauberzahnrad gefunden. Yay. Und oh mein Gott, nein, es ist doch nicht. Oh nein, es ist Popstar Kirby. Lesen wir mal. Oh yeah, wow, da, da, oh, oh, oh. Sammle Energie, um lauter zu singen. Singe dreimal und du wirst sehen, das macht Laune. Erste Mal Stadion, zweite Mal Radio, dritte Mal Bühne. So, fangen wir mal an. Und für diejenigen, die nicht wissen, warum ich so austicke bei dieser Fähigkeit, egal wie oft ich sie sehe, es ist einfach, weil Mike Kirby. Ja, Poyo, Kirby kann nämlich nicht singen. Wenn Kirby eines nicht kann, ist es singen. Und, oh nein. Wow, deswegen, ich musste das jetzt unbedingt nochmal zeigen. Oh mein Gott. Das hat so viel beim Zwischenboss abgezogen. Das ist krank. Nun gut, hier haben wir jetzt noch Schwert-Kirby und ja, ich mache jetzt noch das Level zu Ende und dann beende ich den Part. Dann habe ich... Moment, wie viele Level habe ich dann geschafft? 6 Level, wenn ich 5 mitzähle. Und ich finde, das ist doch schon mal eine gute Bilanz. Und dann im nächsten Part mache ich dann einfach den Rest der vierten Welt. Fange vielleicht auch schon mit der fünften an, je nachdem, wie lange es da wieder dauert. Und ja, wir sind jetzt auch noch Peitschen-Kirby. Ich mag Peitschen-Kirby. Jetzt machen wir noch einmal den netten kleinen Bonussprung. Und wenn wir es schaffen, hoch genug zu kommen, ne, leider nicht, hätten wir noch ein Level abbekommen und 15 Leben gehabt. Aber so geht's auch. Gut, und damit haben wir jetzt... Wie viele Zauberzahnräder haben wir jetzt geschafft? Ich muss mal zählen. Einmal die vier habe ich gezeigt, dann 4 Stück in der zweiten Welt, 5 Stück. Nee, 8 Stück sind das dann? 9 habe ich geschafft. 9 Zauberzahnräder in einem Part. Und ja, ich habe eine kleine Liste und ich habe es jetzt auch gerade noch durchgestrichen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Und vor allen Dingen im nächsten Part wird es ja nun ein bisschen harscher. Denn uns fehlen, das kann ich ja nochmal hier im Level zeigen... Einmal fehlen uns hier 2 Zauberzahnräder. Hier 2 Zauberzahnräder. Hier 2 Zauberzahnräder. Und hier auch. Das wird also sehr lustig werden. Sogar verdammt lustig. Deswegen würde ich sagen, im nächsten Part beginnen wir dann mit Stage Nummer 2. Ich werde wahrscheinlich direkt im Level anfangen, ohne große Umschweife. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.